Ja, wir stehen hier vor dem Landtag in Nordrhein-Westfalen. In diesen Sekunden ist die Wahl zur Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen zu Ende gegangen. Im zweiten Wahlgang hat die Kandidatin der rot-grünen Koalitionsfraktion Hannelore Kraft 90 Stimmen bekommen. Also die vollen Stimmen von SPD und Grünen ist damit zur Ministerpräsidentin gewählt. Da freuen wir uns als Grünen natürlich sehr drüber. Wir haben in den letzten Wochen sehr hart verhandelt mit der SPD für einen rot-grünen Koalitionsvertrag. Und jetzt ist sozusagen die Ära Rüttgers endgültig beendet und die Ära Kraft-Löhrmann kann beginnen. Ich glaube, dass das eine gute Zeit wird für Nordrhein-Westfalen, dass jetzt Kooperationsbereitschaft in den Landtag einzieht, dass Inhaltlichkeit jetzt im Vordergrund stehen und dass wir vor allem als Grüne auch die Möglichkeit haben, mit unseren starken grünen Ministern im Kabinett von Hannelore Kraft gute grüne Akzente für Nordrhein-Westfalen zu setzen und damit auch den Zukunftsplan, für den wir ja auch gewählt wurden mit über 12%, jetzt auch zu wirklicher, handfester Politik im Land zu machen. Dazu laden wir alle Fraktionen ein und ich bin sehr optimistisch, dass es jetzt eine gute Zeit für NRW wird.